So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde. Geschichtsstunde. Heute geht es um den sogenannten Ricky Bruch. Der Ricky Bruch war ein schwedischer Diskuswerfer. Der Mann ist geistesgestört. Er war 1,98 Meter groß und wog 140 Kilo zu seiner besten Zeit. Anzahl von Goldmedaillen eine. Wie gesagt, olympischer Diskuswerfer. Was ich damit sagen will, liebe Sportsfreunde, ist es ein Athlet, der hat sehr eigenartig trainiert. So wie es aussieht, hat es gefruchtet. Und sich sowas abzugucken von namhaften Athleten, die Erfolg hatten, ist immer gut. Deswegen möchte ich euch heute ein bisschen seine Trainingsmethode in Form eines Bizeps-Curl unterweisen. Ich persönlich nenne sie die Ricky Curls, also es ist ein Bizeps-Curl, der aussieht wie das ganz normale Umsetzen von einer Langhantel. Das kennt ihr vom olympischen Gewichtheben, die Hantel wird hochgenommen und wird ausgestoßen. Das gleiche hat der Ricky auch gemacht, er hat die Hantel auch umgesetzt, nur im Bizepsgriff. Also konnte er damit viel mehr Gewicht bewegen. Also ich glaube, er hat gecurlt mit 130 oder 140 Kilo sogar. Was beachtlich ist. Viele von euch werden jetzt sagen, das ist Abfälschen, das ist Cheaten. Und ein paar Jungs in den Kommentaren bei mir haben schon von dem letzten Bizeps-Video her gesagt, ja, der Dennis, der Body English wurde es genannt. Richtig, es ist Body English, weil wir machen auf dem Wettkampf auch Body English, weil wir sozusagen den ganzen Körper einsetzen, um das Gewicht zu bewegen. Jetzt nehmen wir mal nur diesen gigantischen Traktorreifen. Der wiegt 400 bis 500 Kilo. Du bückst dich da runter. Und wenn du von unten hochkommst, aus den Beinen, aus dem Rücken, dann ziehst du sozusagen mit den Armen über den Kopf und drückst den Reifen dann, beziehungsweise schmeißt ihn um. Das heißt, als ich in Ricky seine Curls gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist das beste Training für den Bizeps, um es für den Tire Flip zu trainieren. Also das heißt, ich gehe an die Stange ran, ziehe sie erstmal wie ein Deadlift hoch, dann lasse ich sie an den Beinen runter, explodiere und das letzte Stück ziehe ich mit dem Bizeps. Wirklich nur das letzte Stück. Das ist keine Bizeps-Isolation, es ist eine Ganzkörperübung mit dem Bizeps. Das heißt, bereitet mich perfekt vor für den Tire Flip. Ich habe mich jetzt schon warm gemacht mit 60 Kilo. Jetzt haben wir 100 Kilo drauf, ich führe euch das mal vor. Ich weiß nicht, wo wir jetzt da enden werden. Der Dietrich hat gesagt, ich soll 12 Reps machen. Das wird jetzt anstrengend. Ja. Ja. Alles klar. Hast du das gesagt? Du zählst, Dietrich. So, das ist der Ricky in höchster Qualität ausgedruckt. Ja. Oh, Ricky! Ich werde jetzt 2 Reps machen, vielleicht sogar 3, je nachdem, wie es läuft, weil wir betreten jetzt Neuland mit dem Gewicht. Und ich würde sagen, für euch und für uns gehen wir jetzt ein bisschen dann höher später, nach den 120. Und ja, möge Ricky mir beistehen. Ich denke mal, bei 130 steigen wir aus. Björn Ricard, Ricky Bruch.
Sagen, es wird immer problematisch zu halten, weil du fängst unten an, so viel Schub zu geben, dass es dir einfach die Hände aufreißt. Nichtsdestotrotz, mit 130 sind wir jetzt ausgestiegen. Ich hoffe, Regi ist stolz auf mich. Wie schon gesagt, ich packe alles unten in die Beschreibung rein. Ein Link von ihm, sein Wikipedia. Der Mann ist geistesgestört, aber man kann viel von ihm lernen. Gute Musiker sind geistesgestört, gute Schauspieler sind geistesgestört. Also für was richtig Gutes gehört ein bisschen Wahnsinn dazu. Also Leute, verstellt euch nicht, bleibt wie ihr seid. Hört auf euer Innerstes, auf das Tier. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich wieder diese ähnliche Anekdote wie jedes Mal geben. Liked es, verteilt es, kommentiert es, fragt mich was, ich beantworte es. Abonniert mich oder hasst mich. Oder belehrt mich. Belehrt mich auch mal, das wäre gut.